Mit ihrer 800er-Serie der dritten Generation bringt Bowers & Wilkins nicht nur ein Produktupdate, sondern völlig neu entwickelte Geräte auf den Markt. Die Serie umfasst verschiedene Standboxen, eine Regalbox und zwei Center-Lautsprecher, die je nach den persönlichen Bedürfnissen zusammengestellt werden. Der Unterschied zu den vorherigen Generationen ist augenfällig. Vor allem die umgekehrte Bauform. Dies ist jedoch weniger auf das Design zurückzuführen. Vielmehr wurde alles darauf ausgelegt, so wenig unerwünschten Schall wie möglich zuzulassen und die Stabilität zu erhöhen. So wurde das Gehäuse neu konstruiert und teilweise mit anderen Materialien gearbeitet. Wie dieser Resonanztest zeigt, wurde die Messlatte mit der neuen Serie noch höher gelegt. Für die neue Serie wurden praktisch alle Komponenten analysiert und verbessert. Statt der bekannten Kevlar-Membrane wechselt im Mitteltonbereich nun die sogenannte Continuum-Membrane. Dank ihrer Gewebestruktur schwingt diese über den ganzen Bereich praktisch gleichmäßig. Im Bassbereich arbeitet die sogenannte Aerofoil-Membrane, deren Dicke sich nach außen gezielt verringert. Damit das Gehäuse stabil und frei von unerwünschten Vibrationen ist, werden die Gehäuse aus zahlreichen Holzschichten in ihre spezielle Form gebracht. Die Lautsprecherteile schalltot zu machen ist enorm aufwendig. Deshalb und weil die Geräte in England gefertigt werden, sind die Produkte denn auch nicht billig zu haben. Aber man bekommt ganz präzise Schallwandler, die nichts beschönigen. Man hört Aufnahmen so, wie sie wirklich sind.